meine Lieben, ich habe mich mal wieder für sehr natürliche Nägel entschieden. Also natürlicher geht fast kaum. Das sind weder French noch Babyboomer, also ganz, ganz, ganz schlichte Nägel. Wirklich auch für jede Anfängerin und für jeden Anfänger leicht nachzumachen. Den Daumen hier habe ich ausgelassen, denn am Daumen möchte ich euch heute zeigen, wie ich das gemacht habe. Wir starten natürlich wie immer mit der Naturnagelvorbereitung. Der Nagel muss zuerst mattiert werden, die Fett- und Glanzschicht muss also entfernt werden. Dazu nehme ich eine 180 Grit Feile. Ich mattiere mit der Feile die komplette Fläche des Naturnagels an, schiebe mit einem Pro-Pusher die Nagelhaut zurück und mit einem Diamantenbit entferne ich noch rundherum im Nagelrandbereich die unsichtbare Nagelhaut. Gegebenenfalls noch den Nagel kürzen, das habe ich hier schon gemacht, und dann geht's mit der Ultrabond, also mit einem säurefreien Haftvermittler. Ihr könnt gerne auch einen säurehaltigen nehmen. Ich nehme hier einen säurefreien. Wenn ich im Gel arbeite, nehme ich eigentlich immer einen säurefreien. Und dann beginne ich eigentlich auch schon mit der Schablone. Ihr könnt hier irgendwelche nehmen. Es ist egal, welche Schablone ihr hier nehmt. In dem Fall arbeite ich ja einen sehr, sehr kurzen Nagel. Und da ist es auch relativ egal, wenn die Schablone vielleicht nicht ganz so gut klebt. Wäre jetzt eigentlich halb so wild. Hauptsache, sie sitzt bündig. Dann setze ich die Schablone an. So. Also die Nägel werden wirklich sehr kurz. Vielleicht habt ihr irgendwelche Schablonen, die ihr noch aufbrauchen wollt oder sonst was. Die werden, wenn ihr hier mal von der Unterseite schaut, gerade mal ein bisschen über die Kuppe, deswegen halb so wild. Sie muss einfach bündig sitzen. Und jetzt beginne ich direkt mit dem Fiberglas Gel Milky White von Tailored Nails und einem kleinen Pinsel. So, mit dem Milky White mache ich mir direkt die Spitze. Haftgel kommt nachher noch. Ich arbeite mir jetzt direkt mal die weiße Spitze. Dadurch, dass es eben ein Milky White ist, gefällt mir das einfach auch ein bisschen besser. Ich gehe so ungefähr 1 mm über den Naturnagel drüber. Wer ein bisschen Probleme mit der Schablone hat, kann natürlich auch einen Tipp setzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht genauso. Ich verblende ganz leicht rein. Wie gesagt, werden weder French noch Babyboomer-Nägel. Ich möchte einfach einen sehr, sehr natürlichen Look haben. Wichtig hierbei ist, dass man wirklich bis an die Ränder arbeitet, dass hinterher an dieser Stelle auch nichts einreißt. So, wenn man sich nicht sicher ist, lieber ein bisschen weiter rausarbeiten, weil ihr könnt ja dann hinterher immer noch wegfeilen. Aber wenn ihr zu wenig habt, müsst ihr halt nochmal Gel nachsetzen. Das ist meistens ein bisschen ärgerlich. So, ich modelliere dann direkt so lang, wie ich die Nägel haben möchte. Wie gesagt, ich möchte gerade mal so kuppenbündig, dass sie einfach natürlich aussehen. So sieht das Ganze jetzt in etwa aus. Ich achte auch darauf, dass man nicht unbedingt einen freien Nagelrand zieht. Also da ein bisschen noch mit Weiß drüber gehen,
Deswegen ist es eine Erleichterung, den Naturnagel vorher zu kürzen, weil wenn ihr den nicht kürzt, dann sieht das Ganze nicht so schön aus. Wird ja hinterher direkt gefeilt. Jetzt lasse ich mal 2 Minuten unter UV aushärten. Und dann nehme ich die Schablone auch direkt ab. Ich drücke mir die Schablone vorne an der Spitze zusammen, ganz vorsichtig. Das Gel liegt ja sehr dünn am Nagel. Reißt die Schablone an der Perforierung auf. Oder auch nicht. So. Und so sieht dann das Endergebnis aus. Ich werde jetzt mit Cleaner und Silette direkt die Inhibitionsschicht abnehmen. Ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt direkt mit dem Aufbau weiterarbeiten und hinterher dann feilen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache es jetzt so, dass ich zuerst die Inhibitionsschicht mit Cleaner entferne und direkt beginne, mir dieses freie Nagelende, das ich jetzt geschaffen habe, in Form zu feilen. Ich feile auch die Oberfläche nochmal. So, da Echtzeit lasse ich jetzt euch auch beim Feilen dabei. Ich denke, es wird sehr viele geben, die das Ganze interessiert. Ihr müsst das Ganze natürlich ein bisschen vorsichtiger machen. Nicht zu fest, weil sonst bricht euch die Verlängerung wieder ab. Das gilt aber beim Tipp auch. Direkt mit meinem Fiberglasgel. Das ist jetzt das Milky Rosé und macht direkt mit dem Fiberglasgel die Haftschicht. Müsst ihr halt probieren, ob es dann bei euch hält. Ich habe, was Haftung angeht, eigentlich nie Schwierigkeiten. Ich denke, ich könnte hier jetzt direkt auch den Aufbau modellieren ohne Haftgel. Bei mir wird es halten. Aber grundsätzlich arbeitet man Gelnägel ja mit Haftgel, zumindest mit einer Haftschicht. Und da ich euch ja keinen Blödsinn beibringen möchte, arbeite ich hier das Haftgel ein. Da Fiberglasgel massiere ich das auch ein bisschen ein, weil das ist ein bisschen dickflüssiger. So. So sieht das aus und hier könnt ihr schon erkennen, dass das Endergebnis wirklich sehr, sehr natürlich aussehen wird und auch das geht 2 Minuten in die UV-Lampe. Wenn die Haftschicht dann ausgehärtet ist, mache ich direkt mit dem Aufbau weiter. Hier nehme ich das gleiche Gel, das ist Rosé eingefärbt und ich finde das einfach so toll. Ich glaube, ihr seht, wie viel da schon weg ist. Dann nehme ich mir so ein kleines Kügelchen auf, setze mir das mittig ab und verteile mir das schwebend zuallererst zu den Rändern. Nicht zu nah ran, dass das Gel nicht verläuft. Ganz wichtig. Hier könnt ihr einen eckigen oder einen runden Pinsel nehmen. Das ist vollkommen egal. Je nachdem, wie es für euch einfacher ist. Ich nehme mal so, mal so. Also mir ist es relativ egal, ob der Pinsel eckig oder rund ist. Manche haben da aber so ihre Vorlieben. Das restliche Gel vom Pinsel streiche ich dann so am freien Nagelrand ab. Verblende ich nochmal rein. So, wenn ihr zu wenig habt, könnt ihr natürlich auch noch nachnehmen. Darauf achten, dass das Gel nicht in die Ränder läuft. Weil Gel zieht nämlich Gel nach und wenn euch das Gel einmal in die Ränder läuft,
läuft es immer wieder rein. So. Ihr könnt den Nagel gegebenenfalls dann auch umdrehen, beziehungsweise die Hand umdrehen. Sollte euch mal irgendwie was etwas doof an die Seite laufen oder so und ihr wisst nicht, wie ihr das auskorrigiert, dann einfach umdrehen, dann läuft das Gel mittig zusammen. Ist dann hinterher nicht der perfekte Aufbau, aber es hilft zumindest so ein Stück weit, dass es nicht in die Ränder läuft. Wenn euch was in die Ränder läuft, säubern. Wenn ihr Handschuhe habt, könnt ihr das direkt mit dem Finger machen oder mit eurem Fingernagel. Das geht natürlich auch mit einem Spotty oder einem Rosenholzstäbchen. Dann kontrolliere ich das Ganze nochmal und dann geht das für ein paar Sekunden in die Lampe. Ich lasse euch mal dabei, ich schalte mal kurz die Lampe an, bereite mir schon mal meine Pinchklemme vor, weil ich auch pinchen möchte. Hier habe ich ein Fiberglasgel, da kann ich also pinchen, das ist nämlich ein sehr, sehr stabiles Gel. Ich merke auch, wenn es warm wird, jetzt gehe ich kurz mit dem Finger raus, ist nämlich schon ein bisschen warm. Dann gehe ich noch mal ganz kurz rein, weil es noch keine 20 Sekunden waren. Und ich achte darauf, dass ich so ungefähr 20 Sekunden insgesamt in der Lampe bin. Plus, minus paar Sekunden, das ist nicht so tragisch. So, das Gel kühlt jetzt schon ab. Dann nehmt ihr euch ein Werkzeug, guckt, ob das Ganze schon halbwegs angehärtet ist. Nicht zu lange warten, sonst könnt ihr nicht mehr pinchen und nicht zu wenig warten, weil wenn ihr dann pinscht und ihr habt da zu wenig angehärtet, dann reißt euch das Gel auf und die ganze Suppe läuft euch hier über die Hand drüber. Bisschen nachdrücken, bis ich zufrieden bin. So, natürlich nicht zu fest drücken. Das Ganze sollte schon halbwegs angenehm sein, nicht wehtun. Und dann lasse ich das vollständig 2 Minuten aushärten. Wichtig ist hier, dass die Pinchklemme transparent ist. Das Gel ist ja nämlich noch nicht hart. Und wenn ihr zum Beispiel so eine lilane Klemme habt und die nicht durchsichtig ist, dann kommt euch rechts und links an den Seiten kein Licht durch. Und wo kein Licht durchkommt, kein UV-Licht, kann das Gel nicht aushärten. Deswegen, wenn ihr die Wahl habt, würde ich die transparenten nehmen. Und das Ganze geht jetzt 2 Minuten vollständig in die Lampe. Dann löse ich die Pinchklemme vorsichtig und man sieht sehr schön, dass der Nagel parallele Seitenlinien hat, eben durch die Pinchklemme. So, dann habt ihr hinterher eine Inhibitionsschicht, also das ist einfach so eine klebrige Schicht, seht ihr. Bevor ihr den Aufbau in Form feilt, müsst ihr die runterwischen, sonst bleibt euch das Ganze in der Feile kleben, ist nicht so geil. Und ganz, ganz wichtig, Pinsel säubern, Pinsel wegräumen und Gele zumachen. Ganz, ganz heißer Tipp, weil wenn ihr das Gel offen lasst, staubt ihr euch einfach alles ein. So, alles auf die Seite räumen. Und dann beginne ich damit, das Ganze in Form zu feilen. Es sieht im Großen und Ganzen, muss ich sagen, sehr gut aus. Also je schöner man modelliert, umso weniger hat man hinterher zu feilen. Und das Ganze hat sich auch wirklich super glatt gezogen, weil das Gel sehr, was heißt sehr flüssig, es ist relativ dünn bis mittelviskos, sagen wir so. Also es hat einen super Honigeffekt, zieht sich super glatt. Der Nachteil bei solchen Gelen ist halt, dass sie eher in die Ränder laufen als dickviskosere Gele. Dickviskosere Gele ziehen sich allerdings nicht so schön glatt, je nachdem. Die einen Nageldesigner arbeiten lieber mit dem Gel, die anderen lieber mit dem. Muss dann jeder für sich selber entscheiden. Den Aufbau feile ich dann in Form. Ihr seht hier, dass ich nur eine Seite meiner Feile beklebt habe. Ich finde, bei Gelnägel reicht das auch, wenn man eine Seite beklebt, weil die Zebrafeilen wirklich sehr viel aushalten. Da braucht man keine zwei. Und da mir hier auch die 180 Grit ausreichen, bei Acryl brauche ich doch immer irgendwie noch 100 Grit. Aber hier reichen mir die 180 Grit aus und da reicht es dann natürlich auch, wenn man eine Seite beklebt. Ist natürlich auch eine Kostenersparnis, ganz klar. So, im Nagelrandbereich immer sehr vorsichtig feilen, dass man sich nicht verletzt, also dass ihr euch nicht verletzt und eure Kunden, eure Modelle. Ich gucke dann noch auf die Dicke, ob es gleichmäßig dick ist, ob es auch nicht zu dick ist, das ist ganz wichtig.
Und noch wichtiger ist, dass die Ränder sauber ausgefeilt sind. Weil wenn ihr zu viel Gel in den Rändern habt, schaufelt das Ganze einfach und das Ganze ist dann nicht schön. Und ein dünn modellierter Nagel, der in den Rändern aber zu viel Gel hat, schaufelt einfach. Auch wenn er dünn modelliert ist, sieht er nicht schön aus. Da ist es besser, der Nagel ist ein bisschen dicker, schaufelt aber nicht, dann sieht er um einiges dünner aus als eben umgekehrt. Hier finde ich, kann man noch gut erkennen, dass die rechte Seite sehr schön aussieht. Die linke schaufelt noch ganz leicht, weil ich eben im Rand ein bisschen zu viel Gel noch drin habe. Ich denke, das ist jetzt aber auch Jammern auf hohem Niveau. Trotzdem möchte ich mir das noch ein bisschen rausfeilen. Natürlich nie zu viel feilen. Lieber immer ein bisschen weniger feilen. Entstauben. Gucken, ob alles in Ordnung ist. So, wenn euch die Ränder dann auch noch ein bisschen ärgern, habe ich noch einen Tipp für euch. Ihr nehmt euren ganz normalen Diamantenbit, mit dem ihr Nagelhaut entfernt vor der Modellage und geht nochmal im Randbereich entlang, ohne Druck, ganz einfach. Das ist wirklich nicht viel Arbeit. Und die Ränder werden aber nochmal ein bisschen sauberer. So, hier unten habe ich noch eine kleine Kante. In den Nagel habe ich jetzt 10-mal reingefeilt. So, fertig modelliert und 5 Minuten später schon wieder kaputt. Dann gucke ich mir den Nagel von allen Seiten nochmal an, ob mir die Form gefällt. So. Entstaube gründlich und im Prinzip bin ich jetzt auch schon fertig. Ich werde das Ganze jetzt noch versiegeln. Das ist mein milchiger Versiegler von Nils.de. Mit dem versiegle ich fast nur noch Babyboomer. Also, ja, natürliche Nägel natürlich auch. Aber hauptsächlich habe ich den für Babyboomer, weil der nochmal die Farbe angleicht. Und nochmal so kleine Fehler ganz leicht kaschiert. Aber wirklich nur ganz leicht. Also wenn ihr jetzt beispielsweise habt einen Babyboomer und habt dann Flecken im Nagel, also ausgleichen könnt ihr euch damit nichts mehr. Da müsst ihr schon vorher ordentlich arbeiten, aber ein bisschen kaschieren tut er nochmal. So, auch vorne nochmal ummanteln. Und das war jetzt eigentlich die ganze Hexerei. Das geht jetzt auch 2 Minuten in die UV-Lampe. Das Ganze öle ich jetzt noch ein. Pflege ist immer sehr, sehr wichtig nach der Modellage. Durchs Händewaschen, durchs Desinfizieren. Dann habt ihr Dehydrator, Primer. Gefeilt wird die ganze Zeit. Man kommt vielleicht mit dem Gel ganz leicht bei der Haut an. Das strapaziert die Haut, es trocknet die Haut sehr aus. Und deswegen ist Öl da immer sehr, sehr wichtig. Und ja, so sieht das Endergebnis aus. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Habt ihr gesehen? Ich denke, dass es jede Anfängerin und jeder Anfänger wirklich ganz einfach nachmachen kann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ich versuche, so gut es geht, die Kommentare immer zu beantworten. Zumindest dann, wenn Fragen auftauchen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!